Derweil kann Rafim immer noch draußen den Kindern etwas zuwerfen. Du siehst immer wieder, wie die Wachen dir misstrauisch folgen, zumindest ein Schritt, zwei Schritte. Und kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie weit du dich entfernen willst. Du hörst auch, wie sie dir zurufen, dass du dich nicht entfernen sollst, aber wer sind sie, dass sie dich aufhalten könnten? Was willst du tun? Ja, also ich will auch da an der Tür ungefähr stehen bleiben. Ich kann ja ganz gut werfen. Die heben die Münzen auch auf, wenn die auf die Straße fallen. Also da bin ich entspannt. Aber ich möchte mich mal mit den Wachen, möchte die Wachen anschauen. Weswegen sind die besorgt? Wegen uns oder wegen den Kindern? Also, würfel mal eine Menschenkenntnisprobe. Der offene Grund, den sie dir gesagt hatte, das war ja die Hauptfrau, die hatte das ganz offen kommuniziert. Sie haben Angst um eure Sicherheit, damit ihr nicht in den Zug geht und überfallen werdet oder jetzt auch auf offener Straße überfallen werdet, weil ihr Helden seid von großer Güte. Das war die offene Kommunikation. Wird die 20 neu würfeln kommen. Schicksalspunkt. Wofür haben wir ihn? 3 Punkte mehr. 8 Punkte habe ich dann. Hast du Kulturkenntnisse, Aranien? Natürlich nicht. Das sind nochmal 3 Punkte, die dir fehlen, aber du bist dir sicher, dass noch was anderes hintersteckt. Also, du kennst diese Spielchen oft genug, auch gerade wenn du die Granden begleitet hast. Es gibt natürlich immer Gründe, die sie dir offen nennen, aber die Gründe, die sie dir eben nicht nennen, die sind viel interessanter. Es kann tatsächlich sein, dass sie wissen wollen, wo ihr seid und dass sie es auch kontrollieren können und wollen, gerade wenn sie euch dann in so einer Gruppe, in einem Kessel aus Wache zu den Orten hinschieben können, wo ihr hingehen sollt. Und dass ihr eben kontrollieren könnt, wo ihr nicht hingehen dürft. Und das lässt sich eben mit so einem kleinen Kessel, auch wenn es halt nur 4 oder 6 Leute sind, aber durch eben ihre Staatsgewalt, die sie hier vertreten, weil sie die jeweiligen Symbole anliegen, wie will man da widersprechen? Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, nee, wir gehen jetzt woanders hin, das geht nicht. Boltax hat das schon ganz clever gemacht, gerade wenn man sich aufteilt und dann in weniger Zeit nicht mehr Wachen mobilisieren kann. Dann hängen sie erstmal da. Gerade wenn man sich dann eben zu sechst aufteilt, aber. Ja, schwierig. Also, du kannst sie natürlich angreifen, aber das wäre offener Krieg gegen Elberum. Das will und kann keiner verantworten. Du kannst sie nicht richtig widersprechen. Es ist eine echt konfliktladende Situation. Ja, gut, im Prinzip können sie mich halt auch nicht zwingen. Das ist ja das Schöne. Genau, das ist das Ding, ja. Ja, dann stehe ich einfach weiter vor der Tür und warte, bis die anderen da wieder rauskommen. Welche Mondphase haben wir? Lass mich das recherchieren. Derweil bei den anderen. Nun, glaubt ihr wirklich, wir finden hier ein passendes Geschenk? Oh ja, schaut mal dort. Der Dolch, sieht aus, als wäre aus Mondsilber gefertigt. Der wirkt auch hübsch. Unser Riesenschal hier an, Mirhammer Seide, wenn ich mich nicht täusche. Ich denke, die Fürstin braucht keine Schals. Oh, Also, mir ist an das Steinporzellan. es muss etwas persönlich sein, nicht etwas, was sie sich selber kaufen kann. Ich weiß nicht, warum ihr. Hier ist ein Teller mit einem Esel drauf. Euch hier so umschaut, ich habe schon direkt das perfekte Geschenk gefunden, als wir hier reingekommen sind. Schaut euch diesen schönen, einfachen, robusten Lederstiefel an. Stiefel. Ich wollte der Fürstin einen Stiefel schenken. In der Ich Tat denke, die kein Implikation. schlechter Schuh. Ich habe gehört, Frauen mögen Stiefeln. Ich dachte, die Implikation hier sei, sie mit diesen Stiefeln dann von der Stadtmauer zu treten. Wirkt ihr ganz schön aggressiv, Jana. Sagen wir einfach, ich kann die Frau nicht leiden. Vielleicht sollten wir das Geschenk nachträglich überreichen, bevor wir uns klar sind, was wir schenken wollen und nicht so ein Tinef. Wollen wir nicht einfach ausweichen? Beide. Was habt ihr vor? Direkt in die Bibliothek zu gehen. Also zumindestens Abelmir und ich. Nun, das wäre ein Affront. Und? Und? Nun, wir sind hier in Diensten von Sulamin unterwegs. Kränken wir die Fürstin, kränken wir Sulamin. Sulamin. Nun, Voltax, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, euch abzusetzen, nicht wahr? Ja. Dann machen wir doch vielleicht einfach unseren Staatsbesuch und wenn sie so wild darauf ist, uns unter Kontrolle zu haben, wird sie uns vielleicht sogar im Palast unterbringen und ihr geht dann einfach nicht durch die Tür.
Ja, aber in der Zwischenzeit könnten bereits Sachen versteckt worden sein oder arrangiert von den Golemen. Nun, sie weiß nicht, was wir suchen. Das ist wahr. Aber wir haben bereits die Bibliothek erwähnt. Nun ja, die Bibliothek ist relativ groß, vor allem wenn man bedenkt, dass vermutlich die Schriften der Akademie ebenfalls dazu kommen noch. Wir könnten sicherlich den einen oder anderen örtlichen Informanten gebrauchen. Könnte sie etwas wissen? Könnte sie die Verbindung ziehen, allein dadurch, dass wir aus Janka kommen? Ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass die Frau uns einfach nur im Weg stehen will, weil sie aus dem Weg stehen will. Ihr erinnert euch, was das letzte Mal passiert ist, als man uns in Elberum hat frei herumlaufen lassen. Andererseits haben wir ihr auch zu dieser Stadt verholfen, also. Und ihr erinnert euch auch, dass ich schon letztes Mal darüber nicht allzu dankbar war. Sie hätten uns ein bisschen aufgeknüpft. Naja, das ist richtig. Also habe ich eigentlich keine Lust, sie wiederzusehen. Kann ich nicht einfach gehen? Nein, das können wir leider nicht. Seid ihr euch wirklich sicher, Zulamin, dass es nicht den größeren Eklat auslöst, wenn ihr Voltax und mich und Abelmir mitbringt? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ihr wisst, wenn die Frau anfängt. Weiß nicht. Nun, es ist euer Ruf, der auf dem Spiel steht. Wenn ihr wollt, dass wir mitkommen, dann kommen wir selbstverständlich mit. Ich fürchte allerdings, die Entscheidung müsst ihr selbst treffen. Wenn das Mondzimmer eine Kontrolle euch unterstützen kann, dann werden wir es selbstverständlich tun. Aber es wäre uns schlecht geraten, wenn wir uns gegen den Willen stellen. Was ich euch empfehlen kann, es gibt in wenigen Tagen ein großes Fest. Allerdings ist das nichts Besonderes, denn es gibt zahlreiche Feste, die dieser Tage gefeiert werden, unabhängig von den Feierlichkeiten der Hesinde und Effertkirche, denn die Femia feiert viel und oft. Aber wenn ihr mögt, könnt ihr eben zu diesem Fest kommen. Sagt Meister Duff, zum einen vielen Dank für eure Einladung. Zum anderen, ihr, das Haus, das dem Fex nahe steht, habt doch sicherlich auch einen gewissen Draht zu den Bettlern in der Stadt. Zu den Bettlern? Natürlich. Sie stehen auf dieser unter Fexensegide. Wir sind das mondsilberne Kontor, die Madabasari. Sicherlich haben wir Vögelchen, aber ich würde Abstand davon nehmen, dass wir mit Bettlern unsere Geschäfte machen. Geschäfte doch nicht, nein. Aber auch die milde Gabe steht dem Fex schließlich nahe. Und ihr als reiches Haus werdet sicherlich euren Anteil daran tun, an die Ärmsten zu verteilen. Würfel mal Menschenkenntnisprobe. Ja, ich glaube, ich muss nicht Menschenkenntnis würfeln, um zu merken, dass er hier gerade nicht gepusht werden möchte. Oh, das ist aber gut. Ja, wir stehen dem Fex sicherlich nahe. Ebenso wie es ein jeder tut, der in Aranien wohnt. Und gerade die mondsilbernen Kontore tun dies. Doch unsere milden Gaben... Worauf genau möchtet ihr hinaus? Möchtet ihr einen Bettler in die Hand bekommen? Ich grinse ihn nur freundlich an. Lasst gut sein. Es ist nicht so wichtig. Behaltet eure Informationen fürs Erste. Ich kann die Stadtwache und auch den Willen der Ephemia verstehen, denn der Zug ist gefährlich. Ihr solltet euch nicht in ihm aufhalten. Natürlich nicht. Dies würde gerade uns nicht in den Sinn kommen. Schließlich haben wir ihn schon gesehen. Nun, es wäre auch sehr schade, wenn eure Heldenreise, nachdem ihr so sehr viele Gefahren getötet habt, nehmen wir den Galotter, den Rassasor oder den Xeraan, den Heptarchen, den ihr ein nach dem anderen gefällt habt. Das wäre sehr schade, wenn eure Reise wegen einem Dolch im Rücken hier enden müsste. Nicht in Elberum. Dafür möchten wir nicht bekannt werden. Haltet euch also aus dem Zug fern und tut das, was die Wache euch sagt. Was sagt meine Menschenkenntnis mir? Weißt du mir überhaupt was? 12 sind nicht wenig, aber er hat nicht gelogen. Er hat nicht gelogen. Das ist aber das Problem. Er hat auch nicht alles offenbart. Also klar, da steckt immer was dahinter. Gerade bei der Madabasari. Es war keine Lüge. Nun, aber es war auch nicht die volle Wahrheit. Dann werden wir uns euren weisen Rat sicherlich beugen und dann vermutlich von hier aus eher direkt zum Palast aufbrechen, anstatt noch große Umwege zu machen. Dies ist meine Empfehlung. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Wie gesagt, die mondsilbernen Kontore und explizit mein Haus steht euch immer offen, wenn ihr einen Zuschlupf braucht. Sagt, habt auch ihr uns erwartet? Ihr wart auffallend schnell bei der Tür. Ich denke nicht, dass ihr jeden Einkäufer so rasch empfangt. Nun,
Uns wurde natürlich gewiesen, dass ihr aufgebrochen seid und die Kunde von eurer Ankunft kam schnell. Die mondsilberne Drachentöter zu Ehren unseres Hauses. Selbstverständlich ist das über zahlreiche Pilger zu uns gelangt. Ihr habt uns euren Rat angeboten, aber habt auch ihr ein Anliegen an uns? Lasst mich darüber nachsinnen. Ich werde vielleicht noch einmal darauf zukommen, falls ich eine solche Bitte haben würde. Ich bitte euch einfach nur, tut nichts Unüberlegtes und tut das, was Sultana Euphemia sagt. Das wäre gut für uns alle. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir gehen. Eine letzte. Was wurde eigentlich aus der Akademie? Nun, sie wurde meines Wissens geschliffen und zahlreiche Magier haben sie wieder aufgebaut. Meines Wissens sogar jemand aus Al-Anfa. Aus dem Horasreich, es kamen viele Leute hierher, die sie jetzt zu einer Schule der Heilung ausgeformt haben. Ich war dort selber noch nicht drin, habe aber im Faunpalast mit einigen Magiern gesprochen, die sehr gut davon geredet haben. Interessant. Die vielleicht übrig gebliebenen Schriften zu anatomischen Kenntnissen haben sie wohl weislich genutzt. Ja, ja. Es ist interessant, dass das Spezialgebiet nicht wechselte und sie auch keinen Antrag um Aufnahme in die Gilden stellten. Den haben sie gestellt, meines Wissens. Aber ihr solltet da vielleicht auf dem Fest mit der Spektabilität sprechen. Wie gesagt, es gibt zahlreiche Feste und anwesend sind selbstverständlich auch die Magier aus der Schule der Heilung. Eine allerletzte Frage. Wie heißt diese Spektabilität? Ich sagte eine letzte Frage und ich bleibe bei diesem Wort. Diese Information ist nicht kostenlos. Nun gut. Ihr habt den Bogen überspannt, Abelmir. Ich werde es bemerken. Kommt jetzt. Derweil bei Rafim. Du stehst immer noch vor der Tür, hast den ein oder anderen Heller, Kreuzer rübergeschmissen. Vielleicht sogar ein großes Silberstück, was in den Gassen gelandet ist. Da kannst du erkennen, wie wohl ein maraskanisches Mädchen dich versucht zu locken. Es winkt dir zu und gibt dir zu verstehen, dass du mitkommen mögest. Ja, ich würde einmal versuchen, mit dem Mädchen auf Attack zu sprechen. Sie nickt und versteht. Was willst du? Komm her. Wieso? Wettbewerb. Wettbewerb? Fragezeichen. Spaß, Essen. Spiel. Steige mal auf die um mich herum. Aufpasser, lassen mich nicht weg. Sie zuckt mit den Schultern. Du bist groß. Sind viele. Kein Spaß? Später. Denk an mich. Rafim lächelt. Dann fragt sie noch etwas, was ungewöhnlich ist. Und zwar fragt sie Magier? Ich würde auf mich selber zeigen, nein. Sie zeigt auf das Kontor? Ich nicke. Wer? Ich lächle. Sie fragt noch einmal und deutet die Zahlen an. 1, 2, 3, wie viele Magier habt ihr? Ja, ich lächle nur weiter. Der muss... Information kostet. Sie... gibst du das auch so weiter? Ja. Sie verschwindet kurz und dann kannst du sehen, wie ein anderes maraskanisches Kind da wohl mit einem Stück Fleisch winkt. Ah. Wir verhandeln später. Jetzt zu viele Zeugen und ich zeige auf die anderen. Dann deutet sie auf die Wachen und sagt nochmal Vorsicht. Ja, ich nicke. Du kannst erkennen, wie deine Gruppe wieder nach draußen kommt. Haben noch einen Tee in der Hand und treten durch den letzten Schleier. Oh, hier. Dieser schwarze Tee. Hier, Raphim, wir haben dir einen Mitschuss mitgebracht. Ja, das ist sehr vernünftig. Wir haben entschieden, dass es das Beste ist, auf direktem Wege zum Palast zu gehen. Und wir haben Wein und ein paar Stiefel gekauft. Und einen Teller mit einem Esel drauf. Was hast du mal mit diesem Porzellangeschirr? Es ist aus Leersand. Es ist hässlich. Na und? Wenn es Jalan gefällt, dann ist es doch nicht, an uns zu kritisieren, ob er Geschmack hat oder nicht. Ja, es sieht furchtbar aus.
Verzeiht, ich bin zwar nicht die Hauptfrau, aber ich würde euch trotzdem gerne in Richtung des Palastviertels, des Faun-Palastes bringen. So waren meine Anweisungen. Natürlich doch, geht voran. Während wir gehen, wir werden immer noch von Bettlern beobachtet und von Straßenkindern, hast du nicht gesehen, ja? Wenn du explizit drauf achtest, ja. Ja, sieht einer von denen aus nicht unbedingt, als, so ein bisschen, als würde er es koordinieren oder als würde er die ein bisschen scheuchen oder... Oder erkenne ich aber nur einen wieder, der uns über eine längere Zeit folgt? Boah, Gassenwissenprobe. Das ist ein Gassenwissen, ja. Ja, es ist eine, also ich habe auch überlegt, ob es Kriegskunde ist. Nee, es ist Gassenwissen. Es ist definitiv Gassenwissen. Hast du eine Talentspezialisierung, die du mir anbieten willst? Da gibt es ja auch wieder viele verschiedene und sehr, sehr spezielle. Beschatten wäre nicht. Ja, aber nein, ja, nein, Beschatten wäre nicht. Das. Ich würfel einfach eine Gassenwissen. Und dann werde ich vermutlich einen Chip ansetzen für die 15, ja. Kann da so viel Besseres? Es hat mir, vier Punkte gegeben. Jetzt habe ich alle neun über. Steiger Klugheit. Ich hab erst Klugheit gesteigert. Ich habe Fingerfertigkeit gesteigert. Dir fällt auf, dass diejenigen, die herausspähen, sind alle Maraskaner. Okay. Und es sind nicht viele, aber sie sind sehr schnell. Ich lasse, während wir gehen, lasse ich mit meiner Hand oder in meiner Hand so ein bisschen eine Goldmünze hin und her springen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Dann stecke ich sie weg und signalisiere mit derselben Hand, ich habe ja nur die eine, auf Attack, Geschäft, Abend, Hafen. Ja. Sie nicken und werden das bestätigen. Und es gibt eine Frage, Magier. Positiv. Wer? Ich wähle mit der Hand im Sinne von Njet, oder im Sinne von Information kostet. Nicken. Und du kannst eine weitere Person erkennen, die wohl alleine arbeitet und nicht zu den Maraskanern gehört. Okay. Eine Frau, die du schon vor einiger Zeit, vor einigen Minuten erblickt hattest. Es ist die Lotsin. Es ist die Lotsin. Interessant. Ich eine Verschwörung. Sie gehört explizit nicht zu den Maraskanern. Mhm. Okay, die hat aber vermutlich, es gab keinen Weg, diese Konversation zu führen, ohne dass sie das merkt. Also gehe ich mal davon aus, dass ihr das mitbekommen. Gut. Ich sage das den anderen natürlich nicht, denn wir stehen hier mittendrin und gehe dann mit ihnen mit. An der Esplanade des Friedens vorbei, linksseitig der im Aufbau befindliche Raya-Tempel, eine Baustelle. Also es wird daran gearbeitet, wird wohl noch einige Zeit dauern. Und auf der rechten Seite der Elburuma-Rosengarten. Ihr könnt dann über das große Tor an vielen verschiedenen Wachen vorbeitreten und linksseitig seht ihr dann die Stele des Friedens. Ihr erinnert euch vielleicht, das war frühermals die Stele der All-Einen, beziehungsweise die Stele der Belkelel, auch würde man sie nie so nennen. Und rechtzeitig der große Faunpalast, ehemals der Trappenpalast, in dem ihr die, einige würden sagen, Vampiren getötet hattet, aber ihr habt sie umgebracht und von so etwas wie Borons Kreuzen oder Silber, von einem Spiegelbild, war da niemals die Rede. Ihr konntet sie einfach abstechen. So könnt ihr in den Faunpalast treten. Werdet dort einige Zeit im Innenhof warten gelassen, wie es sich eben für einen Auftritt gebührt, und werdet von unzähligen Pfauen belagert, die dem Palast dann dementsprechend den Namen verleihen. So steht ihr dort und wartet auf eure Audienz. Konntet natürlich auch noch wiedererkennen, wie die Hauptfrau sich euch angegliedert hatte. Die war wohl schon bei Iphemia und wirft dann ein Argusauge auf euch, als ihr dann im Innenhof steht. Ich muss sagen, es ist sehr viel schöner hier geworden in den letzten 2 Jahren. Der Gestank ist verschwunden. Und die Tiere sehen sehr viel gesünder aus. Die Menschen sind immer noch so scheu. Ich denke, das wird nicht besser hier oben. Wir werden hier vor allem überall beobachtet von den Bettlern, von den Wachen. Das waren nur die ich gesehen habe. Ich bin mir sehr sicher, wir haben mehr Augen auf uns als in Wahrung, sage ich, während ich die nächstbesten Wachfrau direkt ins Auge schaue. Ja, Zulamin wird derweil belagert von 3 Pfauen, die so ein bisschen an dir herum stolzieren und ihre Räder schlagen. Sie wollen dich wohl beeindrucken, explizit dich, und zupfen auch so ein bisschen liebevoll an deinen Gewändern. Die Tiere hier sind bemerkenswert zutraulich. Die scheinen euch zu mögen. Nun ja, wer kann euch nicht mögen? Ihr seid wunderschön. Danke. Lass eure Frau nicht hören. Na, wo der Mann recht hat.
nicht gesagt, dass es nicht die Wahrheit ist. Ich habe nur gesagt, er soll sie nicht dort aussprechen, wo seine Frau sie hören kann. Ja, dann weiß das am besten. Nun, meine Frau ist ganz nicht recht. So eifersüchtig wie eure. Sie hat Vertrauen in mich. Ja, eifersüchtig ist sie auch. Sie war schon sehr verunsichert, als sie Zulamin das erste Mal gesehen hat. Das ist selbst mir aufgefallen. Ja, wir hatten da ein Gespräch, aber ich bin sicher, ich werde mich noch mit ihr anfreunden. Nun, Leonida ist nun mal durch und durch der Rondra ergeben. Und für Rondra ist das Leben Krieg. Und ja, Streit. Ich hoffe sehr, dass ich mich nicht eines Tages mit ihr duellieren muss. Scheinbar ist doch die Liebe Krieg in ihren Augen. Und durch Anbrüllen muss eine wichtige Strategie sein. Offensichtlich, schließlich tust du es ja den ganzen Tag. Ja, aber sie ja auch. Ich ordne mich da nur den Gewalten der Leuen unter. Wohlweislich, wie wir alle es sollten. Nun, der Kampf ist eine konventionelle Metapher für das Liebesspiel. Aber manche nehmen es vielleicht doch ein wenig wörtlich. Tritt Rafim auf den Fuß, Spaß dir! Ich wollte gar nicht. Was auch immer sagen, du sagen wolltest, Spaß dir! Der Kinnhaken der Liebe. Ich dachte, bei euch Zwergen beinhaltet das mehr am Bart ziehen. Ja, dann bitte nicht so obszön. Nun, wo bleibt denn unser Begrüßungskommando? Nun, wir haben sie warten lassen, jetzt lässt sie vermutlich uns warten. Naja, also wenn sie uns noch lange warten lässt, dann gehe ich mal auf die Toilette. Bitte nicht im Frauengehege. Nein! Was denkst du denn von mir? Aber es wäre doch ungebührlich, der Sultana mit Blähungen gegenüberzutreten, oder? Das liegt bestimmt eurem Kuchenverzehr. Den ganzen Tag über. Vielleicht. Aber vielleicht war auch der schwarze Tee schlecht. Bis vorhin ging es alles wunderbar. Müssen wir uns Sorgen machen, Boltax? Nein. Nicht, dass euch jemand vergiftet hat. Na, oh weh, wenn mich jemand vergiftet hat, sollte ich wohl vielleicht in die Schule der Heilung gehen und nachfragen. Ja, also wenn wir hier noch lange herumstehen und sich euer Zustand nicht bessert, dann... Oh je, ich weiß gar nicht, ob es so ein Gift gibt, das Flatulenzen auslöst. Oh, am Ende bläht sich mein Magen von innen auf und... Vielleicht sollten wir einfach nur den Abort aufsuchen. Ja. Und ein Fenster öffnen. Ich dachte immer, Zwerge könne man nicht vergiften. Das ist auch wieder richtig. Also, naja, es gibt schon Gifte, die auch gegen Zwerge wirken, aber... Psst, das wollen wir niemandem verraten. Nein, nein. Dann passt auf, dass ihr euch nicht verlauft. Ihr könnt erkennen, wie eine Gruppe aus dem Palast tritt. Dieses Mal handelt es sich nicht um Wachen, sondern um 10 Hofdamen, Tänzerinnen, allesamt gut aussehend und in der Mitte eine... Der Körper einer Tänzerin und das Gesicht einer Märchenprinzessin, so wie sie in den Büchern steht, Iphemia von Elburum, beziehungsweise Iphemia von Nahuabad, wie sie früher genannt worden ist, die Sultana oder möge man sagen Satrapa. Die Nachfolgerin, die auf den Befehl der Zorgana von der Mondsilber-Sultana persönlich, beziehungsweise ihrer Ziehtochter, Stieftochter, auf diesen Platz gehievt worden ist, dank eurer Eroberung. Ah, ihr Helden, schön, dass ihr hier seid, auch wenn dies einige Zeit gedauert hat. Wir freuen uns, dass wir euch hier begrüßen können und hatten relativ doch rechtzeitiger mit eurer Ankunft hier gehofft. Ehrwürdige Sultana, ihr habt uns unvorbereitet auf dem falschen Fuß erwischt. Wir wollten nicht ohne ein Gastgeschenk bei euch auftauchen, aber auf die Schnelle konnten wir nichts finden, was eurer Stellung angemessen gewesen wäre. Tut uns leid, dass ihr auf uns warten musstet. Nun, ich glaube nicht, dass wir, da wir alte Freunde sind, ein Begrüßungsgeschenk brauchen. Ich habe zwar nur von eurer Schönheit gehört, Zulamin, doch die anderen Helden sind mir wohl bewusst. Haben sie doch diese Stadt ein weiteres Mal gesehen?
und gemeinsam mit mir betreten. Ach, Diamantis kennt ihr auch? Da brauche ich euch ja gar nicht mehr vorzustellen. Nun, der Name sagt mir tatsächlich nichts. Verzeiht, ich hatte angenommen, dass er einer eurer Laufburschen sei. Oh, ganz und gar nicht. Aber bitte, Froldax, fahrt fort, stellt ihn vor. Ja, ja, das ist der ehrenwerte Diamantis aus Al-Anfa, der neuerdings ja sehr gut mit der Sultana von Palmyrabad verkehrt. Sagt man so? Ja, ich glaube schon. Aspartana. Ihr habt euch ihrem Harem angeschlossen? Soweit ist es noch nicht, aber es ist in Planung. Ich habe ihr mein Versprechen gegeben, dass ich mich ihrem Harem anschließen werde. Nun, dann verzeiht, dass ich euch als Laufbursche titulierte. Wenn ihr tatsächlich mit der Rashpatana von Palmyrabad zugange seid, dann mögt auch ihr mir ein großer Freund sein. Ich habe euch sogar ein Geschenk mitgebracht. Hier, nehmt die Stiefel. Hab Dank. Du kannst sehen, wie sie eine ihrer Hofdamen dirigiert, die dir dann die Stiefel abnimmt. Rashpatana ja, war außerordentlich angetan von ihm. Ich freue mich, dass ihr uns in Zeiten der Festivitäten die Aufwartung macht. Die Nacht des Lichts ist zwar schon vergangen, aber gerne möchte ich euch mit Erleuchtung und Erkenntnis erhellen, so ihr denn mögt. Sehr gerne. Wir bedauern es sehr, dass wir den Festtag verpasst hatten, haben. Aber es gab noch so viel zu tun in Janka. Ihr könnt euch vorstellen, die Stadt war in schrecklichem Zustand. Und ist es noch immer. Nun, ich kann mir vorstellen, dass Janka als erbärmliche Jauchegrube diente. Nun, Elborum, die weiße Stadt, soll euch aber zur Erholung genügen. Genießt die weiße Stadt und den orange schillernden Hafen. Ihr könnt zwar den Feuerschlick nicht mehr essen und probieren, aber wohl bewundern. Gerade von hier aus hat man einen guten Blick auf den Hafen und ihr könnt sicherlich bis Ende Effert bleiben. Wenn er dann verfault und verschimmelt, würde ich euch allerdings rechtzeitig zum Ablegen empfehlen. Wir werden ihn aber natürlich abernten, damit dies nicht weiter passiert. Nun, wir hatten nicht vor, so lange zu bleiben. Wir müssen nur einige Nachforschungen anstellen. Nun, gerne. Wenn ich euch helfen kann bei egal was, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank. Wie können wir euch helfen? Nun, wie gesagt, wir müssen erst einige Nachforschungen anstellen. Wie gesagt, sagt mir gerne, worum es geht und ich werde euch helfen. Richtig. Ihr erinnert euch noch an von vor 2 Jahren. Da ist ja etwas Unglückliches in der Schule der Schmerzen passiert. Und wir würden gerne diesen Vorfall aufrollen. Nun, viele sind damals gestorben. Dies mag rechtens sein, aber mittlerweile ist sämtliche schwarze Magie aus der Schule gewichen. Zumindest jegliche verbotene Magie, lasst es mich so aussagen. Ich hörte bereits, dass ihr, Abelmir, euch der schwarzen Gilde angeschlossen habt. In der Tat. Ihr könnt gerne mit der Spektabilität Marian die Schulmir sprechen. Sie ist Magistra Ordinaria Curativa. Sagt mir den Namen was? Magiekundeprobe. Schon ziemlich speziell, wenn du wissen willst, wo die herkommt.